Und wir dürfen halt nicht nach unten fallen. Fehlschlag. Noch einmal. Okay. Jetzt sind wir ja aber direkt richtig ausgerüstet. So. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass Mario einfach teilweise nach hinten wegspringt und dann aus Versehen runterfällt. Ist mir auch schon oft genug passiert. Oder ich einfach vergeige es. Was soll machen? So, einen. Und zwei. Oder auch nicht. Ich hasse Prüfungen im Let's Play. Ich vergeige ja immer. Also jetzt ist wirklich mal ein bisschen Schnelligkeit angesagt, sonst schafft man das hier wirklich nicht. Also wirklich schwer ist es ja nicht. Die Steuerung von den beiden ist wirklich sehr simpel beim Fliegen. Aber halt an der Geschwindigkeit mangelt es. Von daher werde ich das wohl auch noch ein paar Mal öfter machen müssen. Habe ich die Befürchtung, zumindest. Manchmal ist es auch einfach nur Glück, wie diese blöden Kugeln kommen. Ups, scheiße. So. Vielleicht wird das meine erste Benny Hill-Folge für Mario und Luigi. Wollte gerade sagen, wenn es so weitergeht, nö. So, da ist die Nummer 7. 8. 9. Jetzt keinen Fehler mehr leisten. Ah, doch. Juhu, Prüfung bestanden. Sehr gut. Euer nächster Gegner bin ich. Und los geht's. Okay, er scheint sich unter diesem Stein zu verstecken. Wir können also nur beide Pfeiler derzeit angreifen. Kloppen wir nochmal drauf. Bam. Er versteckt sich unter den anderen und stellt irgendwie den anderen wieder her. Und diese Pfeiler geben Strahlen. Versuchen wir es noch einmal. Muss jetzt da sein. Er geht unter den anderen, lässt einen neuen spawnen. Aha. Also probieren wir doch einfach mal den Trick aus, den zu zerstören, wo er gerade nicht drunter ist. Und dann den zu zerstören, wo er drunter ist. Oh mein Gott, jetzt ist er sauer. Oh Mann. Das könnte ja jetzt echt noch lustig werden. Deswegen wir auch jetzt direkt mal Platschbrüder auf den dicken, fetten Steingolem machen. Ui, das war sehr knapp. Ach komm, wir können auch nochmal. Oder ne, wir machen mit Luigi direkt den Block wieder kaputt, falls er ihn wieder wechselt. Falls er wieder wechseln will, sag ich mal. Und jetzt gehen wir ihm voll aufs Maul. Bam. Oh, kein Block da. Das ist nicht gut. So. Okay, wir brauchen definitiv mal eine Runde Pilze. So. Jetzt muss Mario wieder beide abwehren. So, und er kam nicht schnell genug hoch. Jetzt habe ich auch keinen Bock direkt noch. Schon direkt zu sterben hier. Komm, Luigi, steh auf. So. So. Und jetzt gehe ich mit Luigi wieder auf den Pfeiler. Und Mario macht wieder noch Platschbruder mit den letzten Bruderpunkten, die wir noch haben. Bam! Auf den fetten Rohr. Und Luigi fängt jetzt an mit Hopsbruder. Verplästern wir jetzt also seine Punkte. Das heißt, Mario wird ab jetzt die Säulen zerstören. Und haut sich einmal kurz einen Pilz rein. Wir haben genug. Also keine Bange. Sind genug vorhanden. So. Bei den Strahlen ist es ein bisschen tricky manchmal, die zu sehen. Also wohin die gehen. Ob die jetzt Mario oder Luigi treffen. Ich glaube, da gibt es auch keinen großartigen Indikator für, sage ich mal, herauszufinden, wo jetzt das Ganze hingeht.
Man muss es einfach gucken. Naja. Oh, da ist er tot. 30 Punkte, ein One-Up-Pilz und wieder Geld. Mario ist Level 7. Nur so als Info am Rande. Ich werde bei an den Seitenrändern, die, wo ich die Stats hingeschrieben habe, auch wirklich nur die Level-Up-Stats hinschreiben. Das heißt, jegliche Power-Ups, die wir durch Klamotten oder ähnliches bekommen, werden nicht mit aufgeführt. Ihr habt die Prüfungen bestanden. Nun stellt euch neuen Abenteuern. Okay. So, jetzt kommen wir hier nach oben. Wir sollten vielleicht einmal kurz die beiden durchheilen. Wie gesagt, Pilze. Oh. Ach ja, die beiden haben ja Level abgehabt. Nö, Luigi doch nicht. Der hat uns geheilt. Oho. Okay, nehmen wir einfach mal so hin. Scheiße. jum, 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 jum. So, nehmen wir uns den Sirup hier mit, fallen wieder runter. Stellen fest, dass wir da hinten nochmal rüber müssen. Weil da bestimmt noch ein Pilz ist. Yeah! Ich kann in die Zukunft drauf sehen. Yeah! So, und dort haben wir wieder einen Ausrufezeichen-Block, der dort oben wieder das Wasser fließen lässt. Und ein Gegner. Oh, und da ist ein neuer Gegner. Ja. Den. Ich jetzt direkt mal. Das ist der Rex. Den sollten auch viele Leute kennen aus Super Mario World. Das ist nämlich genau dieser Rex, der sich nämlich nach einem Angriff zusammenfaltet. Wenn dieser Angriff natürlich zu stark ist, wie jetzt gerade der... Falsche Taste. Wie dieser Angriff, löst er sich natürlich einfach in Wohlgefallen auf. Und Luigi bekommt auch Level 7. Und ja auch Zeit. Und weil bei ihm auch die HP ein wenig schlecht stehen, kriegt er noch ein paar dazu. In der Regel bekommen wir natürlich aber, wenn wir ein Level-Up haben, auch automatisch volle HP und alles wieder zurück ersetzt. So sozusagen, wir sind wieder clean und fresh nach einem Level-Up. Allerdings bin ich der Meinung, eigentlich nur, wenn einer der Brüder das hat. Also dann hat auch nur der eine Bruder dann das Level, die Heilung, sag ich mal. Ups. Gut. Den Präventivschlag habe ich versemmelt. Und einfach, weil es so lustig war. Bam. Bounce und Platsch. und du gehst mal auf den Knochen trocken. Da kann man auch mal den Rex ein wenig betrachten. Und er gibt mir direkt aufs Maul. So, und ich werde jetzt auch mit Solo auf ihn angreifen. Jetzt seht ihr, er ist ein wenig geschrumpft, weswegen es jetzt auch einfacher wird, immer einfacher wird, ihm auszuweichen. Und das ist jetzt, glaube ich, die kleinste Form, die er hat. Ja, und jetzt geht er nämlich kaputt. Also wirklich viel aushalten tut er nicht. Aber es ist halt schon etwas. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das Wasser zur Feuerstelle bekomme. Also hier krieg ich das Wasser. Das habe ich ja jetzt schon soweit kapiert. Dann können wir hier hinten durch laufen. Hier runter. Hier. Ah, hier hoch. Okay. Rätsel gelöst. So. Und ich glaube, jetzt müssen wir nochmal hoch. Wo komme ich da jetzt so hoch? Na, das Schwierige ist manchmal bei Luigi, man muss wirklich springen, wenn er gerade auf Mario drauf ist. Weil sonst springen die beiden einfach nicht. Ach ja, sicher. Hello, mach einfach mal den falschen Sprung. Aber ich will nochmal eben das Item. Bin halt Item geil. Kann ich doch auch nichts für. Ups.
Jedes Item, was ich bekomme, kann mir irgendwie helfen. Hui. So. Und wir erklimmen immer weiter den Berg. Huiuiui. So, was machen wir denn als nächstes? Wir haben eigentlich noch genug Bruderpunkte, also sehe ich kein Problem darin, dass wir sich nicht einsetzen. Bams. Und zack, daneben. Bam. Das wird dann trotzdem interessant, die ganzen Kämpfe dann rauszufiltern, welche interessante Manöver haben und welche nicht. Naja, aber ich mache mir immer ein bisschen mehr Mühe für euch, einfach damit es etwas amüsanter, interessanter und unterhaltsamer ist. Und die Gegner hier geben echt schon viel Erfahrung, muss man ja sagen. Gut, und bei den Gegnern ist das mit dem Hochsprung doch keine so gute Idee. Ah, der ist auch nicht direkt tot. So, jetzt haben wir gerade gesehen, jetzt haben die beiden extra. Das heißt aber einfach nur, ich glaube, einem anderen Bruder, scheiße. deswegen lassen wir Mario jetzt mal eben zu Luigi einen Pilz rüberwerfen. So, weil Mario ist jetzt nämlich eine Idee gekommen, wie er diesen Angriff ausweiten könnte. Aber ich glaube, den kann ich auch auf Stufe 1 mit extra machen. Probieren wir es also mal aus. Bam! War ziemlich normal. Muss ich da echt nochmal wieder nachgucken, wie das war? Ich weiß noch in etwa, wie das war, aber... Ich werde sowieso mal beim nächsten Speicherpunkt abgestürzt. Jetzt wieder eine Aufnahmepause machen. Zumindest fürs Erste. Vielleicht lese ich ja dann auch einfach noch ein bisschen über Mario und Luigi, damit ich euch noch ein wenig mehr Infomaterial geben kann. Damit ich euch nicht hier immer so einen Schwachfug erzähle. Und nehme dann sofort wieder auf. Obwohl, ne, ich weiß nicht genau. Dadurch, dass ich ja sozusagen gerade am Fragen bin, ob ich jetzt noch... ups, jetzt habe ich es vergeigt. Ob ich die Kämpfe anzeigen lassen soll oder nicht. Das war nichts. Mario hat den extra immer noch drin. Weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau. Irgendwas war damit. Ich glaube, wenn ich den noch ein paar Mal benutze, lernen die eine neue Attacke. Au. Über den ganz großen ist natürlich sehr schwer schon zu springen. Einfach weil er so groß ist. Geh mal runter hier. So. Du kriegst jetzt auch noch aufs Maul. Und tot ist er. Und wie man sieht, auch die ganzen Monsterkonstellationen, die werden immer größer. Also es kommen immer mehr Gegner auf einmal, immer mal wieder. Zumindest. Und platsch. Was mache ich hier eigentlich? Ja, so. Aber ich glaube wirklich, dass ich die Kämpfe, glaube ich, rausschneiden werde. Zumindest jetzt die, die nichts drin haben und nichts Wichtiges. Also würde ich einfach sagen, ist diese Frage, diese Community Question, damit eigentlich unnütz, weil ich wirklich nicht weiß manchmal, was ich bei den Kämpfen erzählen soll. Und hier kann man halt mit einem Trick etwas länger fliegen. Warnung, wilde Wirbelstürme. Weiteres Wirbeln gefährdet die Gesundheit. So, jetzt probiere ich wieder in den Wirbel zu kommen. Wenn ich halt wieder raus und wieder reingehe, indem ich einfach die Richtung ändere, können wir natürlich weiter
wirbeln, als wie wenn ich einfach nur einmal reingehen würde. Scheiße. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Na, ich möchte dann aber doch noch mal bitte gerne. Okay, bitte gerne, danke. Sehen wir uns also gleich vor dem Gipfel wieder. So, und da sind wir gerade. Jetzt haben wir natürlich wieder ein paar schöne Items, also Standard-Items bekommen. Also einmal Pilz und einmal Sirup. Aber jetzt haben wir den Gipfel endlich, glaube ich, erreicht. Und, was ist das? Oh, hier können wir uns Pilzland ein wenig angucken. Da ist eine Insel. Da ist ein Strand. Und das scheint wohl die Bohnenburg zu sein. Da vorne sind ganz lustige Smiley-Steine. Und ein Speicherpunkt. Hey, dann kann ich ja doch nochmal vor dem Ereignis, welches sich hier ereignissen wird, einmal abspeichern und eine kurze Pause einlegen. Gut, wir sind jetzt bei 2 Stunden schon. Mein Gott, das geht ja flugs vorbei. Naja, gut. Also nicht 2 Minuten Aufnahmezeit, sondern 2 Stunden Spielzeit insgesamt. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda. Ich sag ja, es ist irgendwie eingefahren inzwischen. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann wieder bei Mario und Luigi, die Superstar Saga, in der nächsten Folge. Euer MacAxe.